Alof. Alof Zeus, wenn du mich wirklich fragst, würde ich sagen, wir tun es nicht. Aber du fragst nicht wirklich, oder? Alof kennt mich ja gut genug. Und Konstantin? Konstantin blickt in das Tal und runzelt die Stirn. Sieht nach einem einsamen Ort aus, um zu sterben. Das hier ist der Ort, in dem wir überleben sollen. Also gehen wir weiter. Du machst dich auf den Weg zwischen den trockenen Steinen und dornigen Büschen hindurch. Du schlägst nach stechenden Insekten und verscheuchst zischende Echsen. Das Land selbst scheint gegen dich zu sein. Das Tal verengt sich für einige Zeit so sehr, dass nur noch zwei Gestandene nebeneinander gehen können. Du kommst zu einem uralten Bauwerk aus gestapelten Steinen. Hui! Wahrnehmungsentdeckung. Die Steine scheinen unsicher zu sein. Ihn mit Magie in die Luft jagen. Kein Meteoritenschauer. Okay, Feuerball. Mit einer laut Explosion kann er Macht werden die Steine aus ihrer Stellung gelöst und fallen in die Tiefe herab. Du kommst ohne Probleme durch. Alles in Ordnung? Alof runzelt die Stirn. Das kommt darauf an, hat diese Wanderung einen Zweck? Und noch wichtiger, gibt es danach ein kaltes Glas Palmwein oder ein langes kaltes Bad? Ja, das Leuchten können wir nochmal untersuchen. Du bist im Tal etwas vorangekommen, doch das Licht scheint immer noch in weiter Ferne zu liegen. Fangen wir nochmal, ist alles in Ordnung? Seraphim wischt sich den Dreck und Schweiß von der pelzigen blauen Stirn. Bei den Göttern, Captain, der Schlag soll mich treffen, wenn ich deine masochistischen Tendenzen bis jetzt noch nicht erkannt habe. Aber trotzdem kommen wir ein wenig voran, ja? Was sagt Sotik? Sotik keucht, hat die Hände in den Hüften und schüttelt den Kopf. Es war egal, ob ich Kratzerbrennungen oder aus der Haut hervorstehende Knochen hatte. Onkel Angbert sagte mir immer die gleiche verdammte Sache auf. Lauf es aus. Also keine Sorge wegen mir. Ich werde so lange weiterlaufen, bis ich tot umfalle. Okay, und was ist, wenn ich mich selber anklicke? Du fragst dich, was du denken sollst, aber nur du selbst kannst das beantworten. Wie geil. Konstantin? Ja, könnte nicht besser sein. Konstantin wischt sich den Schweiß von der Stirn und verzieht das Gesicht. Ja, weiter in das Tal gehen. Du ziehst weiter gegen die unwetterliche Umgebung ankämpfend. Die Steine über dir bewegen sich und stürzen dann die Felswand herab. Zur Verteidigung von Xoti springen. Erfolg mit Athletik. Du stößt Xoti aus dem Weg, wodurch ihr vollständig dem Geröll entkommt. Alles in Ordnung? Ja, okay. Aber das ist echt genial. Du fragst dich, was du denken sollst, aber du selbst kannst das beantworten. Weiter in das Tal hineingehen. Du ziehst weiter gegen die unwetterliche Umgebung ankämpfend. Als ihr weiterzieht, gibt der Kiesboden unter dir nach und stürzt in eine verborgene Spalte. Seraphim packt dich und zieht dich wieder hoch auf festen Boden. Seraphim streicht den Schmutz von dir ab, bevor du weitergehst. Ja, weiter in das Tal. Du ziehst weiter gegen die unwetterliche Umgebung. Eine breite Spalte zwingt euch zur Überquerung auf einem alten Seil. Einen Weg drumherum suchen. Es dauert mehrere Stunden, aber du schaffst es, die Schlucht zu umgehen. 8 Stunden. Okay, weiter ins Tal. Du ziehst weiter gegen die unwetterliche Umgebung. Ein Felsen versperrt den Pfad und du müsst ihn aus dem Weg schieben. Es klingt. Aber als er zur Seite rollt, zerquetscht er Seraphins Hände. Seraphin hält sich die verletzte Hände an die Brust und beginnt zurückzufallen. Au. Was ist das hier? Plus 20% Erholungszeit. Alles in Ordnung, Seraphin? Weiter ins Tal. Okay, Seraphin ist gerade ausgeschaltet. Du ziehst weiter. Es wird dunkel, als ihr weiter in das Tal vordringt. Das Gelände scheint in der Finsternis sogar noch tückischer. Und bald rutscht Konstantin aus, stürzt und schlägt mit dem Kopf hart auf den Steinboden auf. Du hilfst deinen Gefährten hoch, doch dieser winkt ab. Mir geht es gut. Konstantin ist aber deutlich langsamer geworden. Okay, Gehirnerschütterung. Weiter ins Tal. Das Tal vor dir ist durch eine regelrechte Mauer aus trockenen Dornstrüppen abgeschnitten. Alof. Meteoritenschauer. Alofs Feuer entfernt die Pflanzen vor dir, aber ein brennender Zweig fällt auf deinen Gefährten. Dein Gefährte stöhnt, kann aber weitergehen. Yay, Alof hat jetzt auch eine Verletzung. Ja, ich denke, wir sind fast da. Hältst du noch durch?
Alle vor uns durch die Stirn. Das kommt drauf an. Hat diese Wanderung keinen Zweck? Ach ja, okay. Weiter ins Tal. Mhm. Als ihr euch weiter das Tal nähert, wird das starke Erröten auf dem Gesicht von Adolf, das anfällig auf Erschöpfung zurückführen würde, zunehmend zu einem nässenden Aufschlag offener Wunden. Die Wunden mit Magie lindern. Hand von Wohl und Weh. Die Wunden widersetzen sich dem magischen Heilversuchen. Eine Salbe herstellen. Fehlschlag Alchemie. In diesem kargen Canyon gibt es kaum Kräuter, um eine vernünftige Behandlung zu ermöglichen. Adolf winkt ihn als unangenehm, aber erträglich ab. Okay, weiter ins Tal. Schweißgebadet und völliger Chef fährt Adolf langsam zurück und murmelt leise davon, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ja, ja, weiter ins Tal. Während sich die Gruppe den Weg durch das Tal bahnt, brennt die Sonne auf euch nieder und verursacht Blasen auf Xotis Haut. Du bemerkst, dass der Gefährte langsam hinter dir zurückfällt. Verstrichene Zeit 15 Stunden, weiter ins Tal. Du ziehst weiter gegen die unwirtliche Umgebung ankämpfend. Als du endlich das Ende des Tals erreichst, ist es beinahe wie eine Überraschung. Die Felsen türmen sich über dir auf, gekrönt von ihrer schwachen roten Beleuchtung. Oder vielleicht ist das einfach nur das Leuchten der Abendsonne. Ja, nach deiner Gruppe sehen. Obwohl der Rest deiner Gruppe etwas zurückgefallen ist, können sie mehr oder weniger Schritt halten. Einen Enterhaken nach oben werfen. Du wirfst einen Enterhaken die Felswand hoch und sicherst ihn an einem Baum, der oben auf dem Stein herauswächst. Ja, das sei Seufzen. Du fühlst dich ein wenig besser. Das sei Hochklettern. Nach den vorherigen Qualen wirkt die Besteigung der Felsen beinahe entspannend. Du bist allein auf dem Felsvorsprung, als du plötzlich hörst, wie sich etwas um einen Stein in der Nähe bewegt. Auf den Rest deiner Gruppe warten. Du beschließt dich alleine weiterzugehen, doch der Rest deiner Gruppe kommt nur mühsam voran, während das Geräusch immer näher kommt. Das rote Leuchten wird heller, als eine Quelle in Sichtweite kommt. Es ist eine Halskette, gefertigt aus einer Scherbe zinnoberroten Atras. Die Halskette hat an einem Stoßzahl des wohl größten Keilers, den du je gesehen hast. Muss ich jetzt mit Fenrir alleine gegen den kämpfen? Gut, es ist nur ein Keiler gegen einen Wolf und einen Jäger. Wären es mehrere Keiler, hätte ich ein riesiges Problem. Fenrir. Der große Keiler mit gesträubten Borsten schnaubt und stampft mit den Hufen auf. Ja, Fenrir ist da, gut. That's a big pig. Das ist ein großes Schwein. Die Bestie ist größer als du und viel schwerer. Sie besteht nur aus Muskelknochen und Haut. Hier, kleines Schweinchen, du siehst hungrig aus, Kumpel. Vielleicht habe ich etwas zu essen für dich. Angreifen, bringen wir es hinter uns. Langsam zurück, weil ich gehe da mal lieber. Nehmen wir die zwei. Er neigt seinen Kopf leicht zur Seite. Seine Ohren zucken, sein Rüssel bebt. Dann bewegt er sich vorsichtig auf dich zu. Ja, dem Keiler tödliche Huana Mahl füttern. Hier, hier hast du einige ganz leckere Pilze. Dem Keiler Orlana Wiege füttern. Magst du Orlana Wiege? Jeder mag Orlana Wiege. Dem Keiler Schweinefleisch füttern. Du magst auch sicher Schweinefleisch, oder, mein Junge? Und wenn ich mir das recht überlege, habe ich nichts für dich. Gehen wir im Orlana Wiege. Der Keiler beschnüffelt die Pilze und frisst sie dann aus deiner Hand. Trotz seiner Größe ist das Tier überraschend sanft. Er beschnüffelt dich, als wolle er noch mehr. Den Keiler streicheln. Der Keiler zuckt gleich zusammen, als du ihn hinter dem Ohr kratzen möchtest. Aber als du ihn streichelst, entspannt er sich, drückt seinen Kopf in deine Handfläche und treibt sich gegen deinen Bauch. Dem Keiler die Halskette von dem Hauer des Keilers nehmen. Der Keiler zwinkert fragend, als du die Halskette von seinem Hauer nimmst. Ich will ihn mitnehmen, der ist niedlich. Schau doch, roter Kristall. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Ach nö, lauf nicht weg. Ich wollte doch dein Freund sein. Die zerbrechliche, schimmernde Gestalt eines Amaunas nähert sich dir zaghaft, die Haltung geduckt und misstrauisch. Zahlreiche Narben und Verbrennungen verzieren die schmächtigen Glieder der Seele, doch ihr Gesicht ist nichts als ein nebelhafter Umriss ohne definierte Wangenknochen und Kiefern. An Amaunas Soul, do you
you see him? Or her? Them? Die Seele eines Amaunus. Hast du ihn gesehen? Oder sie? Jedenfalls die Seele? Damit das leben kann. Die Gestalt gestikuliert. Es wirkt, als wolle sie etwas sagen. Doch nur verzerrte Bruchstücke von Worten erreichen deine Sinne. Bittest du mich etwa um dieses Relikt? Bitte wiederhole das. Wächter können ebenso schwierig sein wie alle anderen auch. Bist du hier gestorben? Versuchst du mir etwas zu sagen? Auch ein anderer Geist ist mir erschienen. Eine Frau in einem Mantel. Ja, und nachdem ich dem Stagia-Typ begegnet bin, bist du hier gestorben? Versuchst du mir was zu sagen? Nehmen wir mal das. Stare death in the face. Survive. Tuamawai requires a champion. Blick den Tod direkt ins Auge. Überlebe. Tuamawai braucht einen Meister oder eher einen Champion, hat sie gesagt. Learn from that relic. Grow as hard as it. That you may live to restore the Crucible. Ziehe deine Lehren aus diesem Relikt. Werde so hart wie das Relikt es ist. Dann kannst du lang genug leben, um den Schmelztiegel wiederherzustellen. Die Gestalt beugt sich ruckartig nach vorne. Ihre Haltung drückt eine flehende Bitte aus, aber es fällt kein einziges Wort und die Gestalt löst sich in nichts auf. Well, that happened. Nun gut, er hustet. Das ist passiert. Hast du das Wesen ein bisschen besser verstanden als ich? I speak spirit, not crazy. Das ist auch eine gute Aussage. Ich spreche im Geist, nicht im Wahnsinn. Also, I speak spirit, not crazy. Oder wie andere sagen würden, I speak German, not idiot. Also, ich spreche Deutsch, nicht idiotisch. It's like it was reaching out from somewhere far away. Es kam mir vor, als würde es ganz weit weg nach mir greifen. Hast du irgendeine Ahnung, wer das war? Hard to say. The surviving face, perhaps, or a soul connected to it. Schwer zu sagen, das überlebende Gesicht vielleicht oder eine damit verbundene Seele. Na gut, gehen wir. I'll bet we learn more by completing the trials. Ich wette, wir erfahren mehr, wenn wir uns den Prüfungen unterziehen. Ja, Schweinchen, komm zurück. Ach, schade, er ist weggerannt. Und ja, ich könnte jetzt sagen, die Entwickler hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, was das Wiederverwenden von Gebieten angeht, weil jedenfalls fürs DLC sich neue Gebiete ausdenken, weil das Gebiet hatten wir schon mindestens dreimal. Also ich weiß, einmal ging ein Kopfgeld, einmal ging irgendwelche Feuerelementare, die uns im Weg waren und garantiert noch ein drittes Mal. Und jetzt hier halt das vierte Mal. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie dazu oft Gebiete wiederverwendet haben. Ist zwar okay für so kleine Begegnungsevents, aber ich habe es mir fürs DLC mehr erhofft. So, dann plündern wir noch die Grabstätte. Ja, du kommst an eine breite Treppe vorbei, die sich tief in die Erde erstreckt. Eiskalte Luft geht von einem dunklen Gang am Fuß der Treppe aus. Sie riecht leicht nach Staub und kaltem Stein. Das Gebiet absuchen. Guter Kriegsbogen. Weiter absuchen. Noch ein guter Kriegsbogen. Viermal Pyrit. Siegel der Albträume Schutzstein. Und das war's. So, das heißt, wir haben die drei Gebiete hier. Auf Tuamawai. Wir können also in den Schmelztiegel zurückgehen, dort schnell rasten, weil Alof ist gleich tot. Und ja, ich habe sogar das Gefühl, dass der Brennende hier der Endboss sein könnte vom DLC. Und ja, jetzt haben wir unter den Questgegenständen die drei Sachen. Scharlachroter Kristall, Lederbänder sichern dieses Stück verdorbenen Adras an einer Schnur. Bemerkenswert ist, dass für diese Zubehörteil kein Kupfer verwendet wurde. Mhm.
Schädel mit einer Brille. Dieser Schädel, gänzlich gefüllt mit Seelen, ruht schwer in deiner Hand. Man weiß nicht, ob es der Gegenstand ist, der frühere Sucher in den Wald führte, oder ob es nur die Überreste eines einzelnen Suchers sind, der den Wald nicht mehr verlassen hat. Und der Aschensplitter. Die aggressive Seelenenergie, die in diesem dünnen Stahlstreifen wütet, scheint ihn von innen zu erwärmen. So, rasten wir kurz. Ado, content. What can I interest you? Of course. So, da sind zwar unsere Essensbonis weg, aber das ist hier halb so schlimm. Das ist ein bisschen doof, dass man bei solchem Rasten nicht essen kann. So, dann gehen wir noch vor das Becken. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und speichern jetzt hier, damit wir mal einen Cut machen können. Also einen richtigen Cut. Das wäre dann LP 71, LP 71. Habe ich hier die 0 vergessen? Ja. LP 071. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.